Die folgende Reportage wird Ihnen präsentiert von Herzlich willkommen zum grossen Fasnachtsumzug in Rousswil. Die Rothaler Gemeinden Etiswil, Grosswangen und Rousswil wechseln sich alle Jahre mit der Austragung des Fasnachtsumzugs ab. Nach 3 Jahren war heute wieder Rousmu an der Reihe. Genauer gesagt, Zibelizunft Rousmu hat das Zepter von der Organisation geschwungen. Lassen Sie sich überraschen von Farben, prächtigen Wagen, gelungenen Sujets und einfallsreichen Ideen zum Zeitgeschehen. Schauen Sie hier auf Telenav, Telezentralschweiz, was die Leute im Rottal bewegt. Wir wünschen viel Vergnügen.
Alle Hintergrundhalter in Gruppen von der Blauen Nachtstrasse mit dem Thema Kiff in die Kurvenkleider. Die Schwellenkleider die Gruppen mit der Blauen Nacht mit dem Motorbiss in Stadt. Die Thema Abschnitt mit der Höhe in Kurvenkleider, das ist wichtig, mit fast 12 Kilometern in der Kurvenkleider. Da muss selber
Tag musst du selber raus, mit Spiratoren raus, den Grillpreis distanzieren. Achtung, liebes Umzugspublikum, nehmt euch die Nacht. Kater Tom und seine Katzenpiraten sind unterwegs diese Nacht. Viele erinnern sich noch an die abenteuerliche Schiffsfahrt, wo Dominik Dax und sein Freund, der Igel Nicky-Ticky, dann am Start. An Bord haben sie eine Kiste voller Goldmünzen versteckt und diese mit Kastanien ein zäuberlich zugedeckt. Der Schatz wurde aber vom Roten Tom und seinen Katzenpiraten gesichtet. Dank Otto, dem Vagabund, geht es für Dominik Dax und Nicky-Ticky gut aus, wie uns diese berichten. Rücktritt Vasella Diekeringe. Abgangsentscheidung von 72 Millionen. Wie hoch war die Zusatz über den Vasella Löwen? Bestimmt war es erst das Beste für die Firma, nicht Geld hier, dass er sich ein Doppelmandat umgeht, wie ein Kassier. Nicht nur als CEO hat er Geld bekommen. Auch ein saftiges Salär hat er sich als Mannschaft genommen. Er hält nichts von der Volksinitiative gegen die Abzockerei, hält für sich aber von deren Inkrafttreten einen goldenen Fallschirm frei. 72 Millionen, das sind nicht viel zu viel, das ist höchstens marktgerecht. Schließlich arbeite ich hart oder mache ich etwa meine Arbeit schlecht? Wenn der Hellergeter mit in der Schluckstube drin lag, bitte Hellergeter in der Schluckstube. Wir kommen zu der Sülizung in Grosshanne Stettenbach. Sülizung Stettenbach Grosshanne, die ist Stettenbach gegründet worden, und zwar in der Kassauer. Die Jugendweise um 1624. Kappauer vom Heiligen Sankt Antonius und die anderen Schweinehirten. Vor uns haben wir das Fassbar-Gruppe, das ist der Fassbar-Gruppe.
Nachtraum, wegen der Dunkelheit und des Lichts. Mit drei Eiern und drei Eiern, die wir Zürich, Tagesschau und Gruppe, Hacken.
Geschichte jetzt Zürich. Und jetzt kann man auch froh, dass wir jetzt weniger Knöpfe wie ist es eigentlich mit der Schweizer Rotkammermandel? Wenn Sie euch erfahren, dass Sie es gut sind, so hat man auch die Kinderumzug, es sind Sommervögel in der Bade von der Spielgruppe von der Gerda. Gerda von der Spielgruppe ist in der Bade mit längeren, süßen Pumpen. Herzlichen Applaus! Sommervögel in der Bade! Es geht weiter mit Vagabondtruppe Bachelor Gut, der Berg M13 erleiht. M13 eingewandert über den Berg, Rassorik, und Eselbeck. Zu viel für rassistische Eidgenossen, nur diese Rassgenossen sein Artgenossen. Auf weiten Worten ganz leise kamen sie rudelweise, aber der mit dem Worttanz war ein Hobbyjäger, der traf den Tanz. Auf dem Hochsitz sitzt der Jäger, für einmal ist er nur Jäger und nicht laut Jäger. Er wird verhindern, dass sie was in der Schweiz hier niederlassen, etwas, was wir nicht lieben, viel mehr wir hassen. Lebewesen, die nur hier sind, zum Besten und zum Sonnen, solche Lebewesen sind bei uns gar nicht willkommen. Ganz anders tut es bei Individuen, die viel Geld nicht in Schweizer Ländern bringen. Nun, unserem Lieben, ein größer Herr in Deutschland, passiert in seinem Leben, was er alles vergeht, das können wir nur erfahren. Er wird ja auch von uns abgefahren, wenn wir den Menschen Markus Werner vor der Schotter
Schweiz. Und auf 4 schaut der Erwin Stöckli, dass wir in der Salz die königliche Suppe. Suppe aus der Bundesalz mit dem Sujet total royal. Mit der Thank you.
können das Ganze für die Werkstatt nutzen. Im Umzug steht sie die Koffer durch mit dem Fliegkampf wieder neben die Nutze. Nur wo Hammer steht an der Bodenwand, läuft die Spessung von der Baurunde erkannt. Wirklich machen eine Nacht von 10 Minuten, die uns nicht noch zeigen, sonst muss die zum Mirage bieten. Jetzt ein Ausflug auf Landpunkte. Wir wollen mehr ins Kopf. Fußball ist im Herzensport, das müsste im Frühjahr ja jeder wissen. Um den Platz am Kärtchen und viele Hängen für übertriebene Ehrgeiz vom Gegner müssen büssen. Gegner werden immer härter und brutaler. Es ist so bald abstrus. Darum sehen die Leister an das Jahr guter von Mittag aus. Aus dem Grund hat sich der FC Rüttelburg in der neuen Saison, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, mit dem Start amerikanischen Football-Spieler versteckt. Und von Rüttelburg an, hier ist der Rock, die Tag, wir sind mit Zahn.
Familie von der Ursi, gesuchte Tracht für die Zunftmeisterskrone. Dass ein Zunftmeister seine Frau anpacken kann, ist keine Frage. Sie legt im Spital auch manches Kleinkind auf die Waage. Als Bauerntochter stammt sie vom Schoren am Waldrand an, ein Hof, wo ist, seit 1898 in den Händen von Kammermann. Wenn die Fehschau ist, darf einer nicht fehlen. Schliesslich tut die Ursi gerne für den Anlass Ferien wählen. Nach Maniküre und Pediküre startet die Truppe dort bei der Kammermaschüre. Vorne rechts führt sie die 24-köpfige Kuhherde an. Aber die Meisterin, unsere Ursula, nur eins tut im Bild nicht stimmen. Und unser Herz tut gerade erklingen. Ach, wie wär die stolze Bauernfrau Tracht, wenn sie an der Fehschau ging mit einer Tracht. Die Gruppe von etwa 4 Personen vom Kammermann-Clan ist von der Zunftmeistersfrau ihre Fan.
streichelt euch vorangehen. Es kommt ein kleiner Traktor mit zwei kleinen Hüden an. Oh, wer hat das gedacht, wird dort ein Kaffee ausgeschenkt. Es folgt ein Haufen Leute und Kühe. Ja, so eine Feeshow, die geht ziemlich zu tun. Bielbach-Fäger Rusmu mit dem Motto Wild auf dich. Was der Sepp gern macht, das musst du nicht fragen. Ja, während der Sepp noch immer den Gemsin anjagt, sind die Bielbach-Fäger in diesem Jahr mit dem Präsiment und Krieger wild unterwegs. Sie nehmen Fährten auf und lassen ihre Brunstruhe tönen. Mit gefüllten Büchsen und gestellten Luscher zieht das wilde Volk unter der Leitung vom Jägermeister Flo Lang los und die Treibjagd startet. Ihre Fuchsbolz UG erstrahlt in diesem Jahr in neuem Glanz. Mit Weidmanns Gruß seid ihr alle willkommen zu einem Menü-Waldfest oder einem Schluck aus dem Fachmann. Mit 54 Mitgliedern, darunter 4 Frischlinge, sind sie bereit, die Jagdbrücke zu bestehen und ihre Erbrochenen unter Beweis zu stellen. Die sportliche Equipe, die hier kommt, das sind die Turnerkolleginnen von unserer Meistersfrau, vom STV Rusmu. Bucherur sind unsere neue Zunftmeistersfrau nicht nur schön, nein, sportlich ist sie auch. Springen tut sie, wolken, schwitzen und trainieren. Auch bei den Ballspielen tut sie sich nicht blamieren. Nach dem Training kann man nicht gerade haben. Das strenge Turnen steckt ihr halt noch in den Beinen. In der Frauenriege beim Turnverein STV bleibt die Ursi immer fit am Bau. Hexenwagen mit Lebkuchen von der Wagenbautruppe Roh. Was ist 5 Meter hoch und 8,5 Meter lang? Das ist von der Roh in der Hex ihre Gänge. Wäschhäfeli, Kreis und auch die Hex machen bei dieser Truppe heuer den Gags. Darum lautet der Slogan: Junge, Nana, das ist der Plan. Drum schaue ich die Kinder zum Fenster aus, mein lieber Schwan. Die Kinder im Zipperli-Hexenhaus
grüße den Meister zum Fenster aus. Hast eine schlechte Stimmung, bist krank, trink lieber einen feinen Hexentrank. Hexenschweiß oder Hexenbrunz musst du probieren zu nehmen. Und sonst dürfen sie noch 1500 Lebkuchen rausgeben. Dass der Zunftmeister nichts hat zu fluchen, verteilen wir gerne unsere Lebkuchen. Die Schrift am Wagen ist für sich schon ein Kunststück. Jeder Buchstabe, sein Platz ist berechnet hin und zurück. Willst du den Hexenschuss vermeiden, kannst du ein bisschen Hexenbrunz einreiben. Sollte die Erzieherreibe stinken, kannst du den Hexenbrunz auch trinken. So, der Bachelor ist im Anflug. Auto Rotau AG, Schaller AG. Mitmachen kommt vor dem Rang, das ist wohl nicht das Thema vom nächsten Gespann. Länger, breiter, höher, tue ich konstatieren. Hoffentlich fange ich beim Rösli-Ecke nicht an, den Dorfplatz sanieren. Der Bachelor wird mit dem Sujet thematisiert. Mit allen Facetten, was in einem Bachelor so passiert. Voraus ist gesagt, die Intelligenz spielt vermutlich nicht so eine Rolle für gutes Landen bei all diesen schönen Frauen. Wir starten vorne mit der Nacht der Rosen, das ist cool. Weiter geht's mit dem Bachelor und seinen Frauen im Pool. Wenn sie dann nachher gewaschen und sauber sind, läuten sie im Bett die nächste Runde ein. Weil auch ein Bachelor beim Autofahren keinen Freipass hat, ist wegen zu viel Alkohol dem Herr Gavitsch seinen Scheck weg. Die Frauen im Anhänger haben etwas weniger Schwein. Sie laufen unter der Kategorie leider nein. An dieser Stelle sage ich gern, es ist so verrückt, wie viel Herzblut in diesen Wagenbauern steckt. Es spielt auch nicht so eine Rolle, was das alles kostet. Der Schallermanni ist der Pool zum Beispiel auf die Stadt hindern gepostet. Die Ursi vom Zunftmeister konnte auswählen, auf der Meisterkutsche mitfahren oder im Pool sich schälen. Sie hat sich für Ersteres entschieden und behaltet so im Gigerhof den Frieden. Natürlich freut sie sich, wenn sie eine Rose haben kann, aber am liebsten vom Richu, einem echten Schweizer Mann. Bravo, herzlichen Applaus für die Roswösch-Weiber. Sie haben dieses Jahr das Motto Fiesta Sexicana. Die Roswösch-Weiber Rosmo besteht aus 37 Aktivmitgliedern. Sie gründet 1966. Wir trinken gerne Tequila und
Wir sind stolz auf unsere Fettärscher und wir grüßen alle ehemaligen Rosswösch-Wieber. Präsident ist der René Sutter, Tambourmajor der Livio Schumacher. Rosswösch-Wieber, Rauswurm! Nummer 37, die ist sehr, sehr lokal. Also etwa 100 Meter weiter hinten findet das Ganze statt. Es geht um einen Brunnenhof, um einen Gehweg. Was schaust du hinter dem Feister für einen so doof? Ja so, wegen dem Verbot im Brunnenhof. Bist zu Fuss, nicht so zu Weg. Kannst du nicht mehr durch beim Laufen weg. Dann hast du Pech gehabt, tut mir leid, sei guter Mann. Auch wenn beim Top Fiori einkaufen willst, solltest du jetzt auch nicht durchlaufen. Der Klaus U80 mit der Rose auf dem Killenweg bleibt dank göttlicher Unterstützung zweg. Trotz Verbot darf er weiterhin durchlaufen und muss nicht einmal ein Billett dafür kaufen. Wir sehen, Bielbachweg ist gestrichen, Laubenweg ist gestrichen, Geiserweg ist unterstrichen. Die Kameras sind montiert, die Bürger sind frustriert, viele hegen gegen die Eigentümer in Groll. Es wird strenger kontrolliert als am Zoll. Es nützt nichts, zu jammern und zu klagen. Die Gemeinde hat vergessen, das Wegrecht im Grundbuch einzutragen. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Dafür tun jetzt 4 Leute im Bauamt ihre Zapfen kassieren. Einiges würde sicher besser laufen, wenn sie ihr Haus gleich verkaufen würde. Ich begrüße herzlich an unserem Umzug die Muggenzunft von Etiswil. Die Muggenzunft hat sich zum Ziel gemacht, das gesellige Leben und die Erhaltung der Volksbrüche in den Gemeinden Alberswil, Etiswil und Kottu zu pflegen. Und vor allem auch die engen Kontakte zwischen der Säulizunft, Grosswangen und der Zibelizunft, Siegigen, Rausmau. Voraus bei der Muggenzunft ist Meisterpaar, der Franz und Heidi Stirnimann mit den Töchtern Corina und Selina. Das sind die, die da einen Haufen Orangen zum Wagen auswerfen. Zunftmeister ist ein schlauer Mann, der fährt einen GT Opel. So wohnt der Stirnimann gut, Franz, im Vorderdorf in Kottu. Wenn er nicht so der Siegfried Zofingen tut, arbeiten geht, lässt er in der Freizeit nur ungern ein Gläschen Weisses stehen. Das Kanzlerpaar der Urs und Brigitte Kunz kommt von Alberswil. Ja, schaut nur, das Paar, das hat Stil. Gell, Ampüel Josef, wir gehen zu.
Unumwunden, als Säckelmeister, der zahlt, haben sie dich in Zettiswil untergefunden. So sind die Mucke schön verteilt über die über drei Gemeinden. Da gibt es nichts zu lernen. Und sie freuen sich ganz fest, dass sie die Fasnacht noch zünftig werden feiern. Dann haben wir das Obmannpaar mit den Zunftmeistertöchtern. Das ist der Lügel, Sepp Steiger und Eva Binker, zusammen mit der Corinna und der Selina. Ja, der Lügel ist kein Unbekannter da. Als sehr langjähriger Kanzler hat er Menge Schlacht bei uns rausgekommen. Dann der Wagen mit den Zunfträten. Aber das ist kein kalter Kaffee, sondern heißer Tee. Noch nie habe ich in einem Verein so viele Manager gesehen. Ob Kurs, Kinderfasnacht, Foto, Plaketten, Bauten, Personal, Bett, Junior, Umzug oder Unterhaltung. Alles sind Manager. Das ist gewaltig. Vielleicht wird der Meister zum CEO auf dem Convent of Mosquito. Und es lohnt sich, wenn ihr auch mal ein bisschen schaut auf die Homepage. Vielleicht findet ihr ja noch einen Manager, der nicht ganz richtig geschrieben ist. Dann kommt noch das Hobby und die Arbeit vom Zunftmeister. Nicht nur vom Meisterleben zu blocken, der Franz tut sich sonst auch viel einloggen. Nicht nur beim Pröbeln und Mischen von Chemie, auch am PC ist der Meister ein Genie. Der Fraumeister. Vertrieb von Fasnachtskleider und Spielwaren, dafür kannst du zur Meisterin fahren. Wir sehen hier einzig den Fassi-Shop, wo sie Wirklichkeit an der Hauptstrasse angibt, Zettiswil, wo geführt wird von der Meisterin von der Muggenzucht Zettiswil. Meister sein absolutes Lieblingsstück, eben der Popo GT, etwas vom Schönsten, was es überhaupt noch gibt. Und wenn wir ein bisschen weiter hinten schauen, dann kommt eine Kanone daher, das Päterli. Und nach 30 Jahren haben sie auch alle Teile von dieser Kanone restauriert, aber eben nicht wie im Meister seine GT frisiert.
herzlichen Applaus für Guschiberg Pretscher von Buddhisons. Sie haben das Motto «Lass es drachen». 48 Mitglieder. Sie freuen sich immer am Umzug im Rottal dabei zu sein. Als Präsi ist der Yves Suppiger, neben Tambour Sascha Meyer der wichtigste Mann mit dabei. Freibad für die Wald von der Fürthi-Klicke Buddhisholz. Das Buddhisholz im Fürthi-Wald setzt das Unwettermachen Halt. Das Auffangbecken hat schon lange gebaut sein, doch die Behörden haben zu viel gepfuscht drin. Es geht viel zu lang, bis der Klotz ist parat. Darum gibt es jetzt halt ein Fürthi-Wald-Freibad. Der Umzugswagen auf dem Mai-Achser wird chauffiert von Michi Hausmann. Hoffen wir, dass er Sorge hat beim Umhauen. Schließlich ist als jüngster Mitglied der Nevio dabei. Trägt er als Jahrgang ein 2014 ein. Alle können genau hinschauen. Bastelt haben da Männer, Frauen, Mädchen und auch Buben. Für die Klicken Buddhisholz. Frisch fröhliche Frühlingsputzen mit dem Francesco. Steinhauser Bergerkäppchen kann man sehen. Mit Kruzifix und Bettglocken. Juhe! Aber nicht alle in der Kurie von der Kirche tun fröhlich und fromm abschillen. Die katholisch-konservativen erleben ihr ein blaues Wunder. So ist es bitter für den Bischof Sirup Holunder. Aber für die Vorwärtsgerichteten tönen die neuen Glocken von Rom harmonisch ab dem Rusmeler Dom. Pfarrei Rusmund zeigt ihr wahres Profil. Die Pfarrei hat ihren ganz eigenen Stil. Mit dem Franziskus in Rom ist es uns wieder besser drum. Bei uns ist willkommen, wer willkommen. Arm und reich, gross und klein, gleich und gleich. Wir putzen die Kirche von innen, da gibt es viel zu gewinnen. Hinter der Klostermauer wird eine Frau schwanger. Im Vatikan gibt es Männer, die haben auch mal einen Durchhänger. Der Francesco spendet den Segen und wir tun die Kirche rausfegen. Papst Franziskus tut niemand ausschliessen, darum muss er auch ein neues Dokument beschließen. Der Papa von Roma will alle behüten, darum redet er offen über das Verhüten. Goldwäscher ist das Motto der Kultur Fasnächtler. Das Motto für die nächsten 3 Jahre wird Goldwäscher sein. Sie sind 14 Erwachsene und haben einen Planwagen von etwa 8 Meter Länge dabei. Sie kommen von weit her mit Hab und Gut. Goldwäscher von Rusmu haben guten Mut, graben Tag und Nacht, bis ihnen das Gold entgegenlacht. Trotz Hunger und Durst sind sie überall dabei, denn der Goldrausch muss gefeiert sein. Aufgestellt und zweg findet sie immer den Mittelweg. Am Aschermittwoch grabe ich die Löcher wieder zu
und geht in die verdiente Ruhe. Wenn Sie versilbert Edelmetall gegen Geld, kaufen Sie dann ein neues Goldschrüttifeld. Wir kommen zu der Höcklerzunft Neuenkirchen. Unsere Zunftmeisterin Hermina von Holzen-Bachmann ist die Bäuerin der Höcklerzunft und wird von ihrem Mann Rudi durch die Fasnacht begleitet. Was willst du noch mehr? Unterstützt werden sie von der Weiblerin Rita Emnecker und ihrem Mann Uli, Mulden-Uli. Das gibt Glück im Stall für sie und ihre Kuhli. Die gelehrte Köchin und Bauernfrau ist seit 5 Jahren in der Höcklerzunft Neuenkirch und seit 4 Jahren Plakettenchefin mit Vernunft. Mit dem Motto «Unsere Kühe und Zöhe rocken, wenn die Bäuerin an der Fasnacht hocken». Sie dort die Fasnacht in vollen Zügen geniessen und bestimmt die 5. Jahreszeit begiessen. Die vierfache Omi hat immer viel zu tun als Rausmaul im Netzbau. Und sie kommt nicht zur Ruhe, die gute Frau. Dort ist sie schon seit 12 Jahren im Verein und genießt die Abwechslung neben dem Jetten und Krampfen in ihrem Garten und dem Schauen zu den Schweinen. Die ganze Höcklerzunft von Neuenkirch freut sich rüdig und bleibt hocken. Kann sie doch mit der Hermina Erste als Zunftmeisterin der Fasnacht rocken. Zum Ursprung von der Höcklerzunft Neuenkirch. Aus einer Gruppe fassnächtlich und genießerischen chronisch überhöckelnden Clique, bestehend aus 10 gleichgesinnten Ehepaaren, wurde die Idee entwickelt, eine Fasnacht zu gründen, wo alle gleich ticken. Als erster gemeinsamer Höck, der mit festen Absichten einberufen wurde, um einen neuen Verein zu gründen, fand am 26. Dezember 1982 statt. Mehr erzählen wir nicht über ihre Sünde. Jetzt kommt es vorbei, das Sammeltuch. Schau nicht weg, es ist kein Fluch. Lottogelder können wir da nicht investieren. Darum setzen wir voll auf die Karte Publikum ab der 3:45. Es muss ja nicht gerade ein 20er sein, auch mit 2 Zehnernoten bist du dabei. Die Wagenbauer haben in unzähligen Stunden das bastelt, was ihr heute habt vorgefunden. Am Schluss ist es klar, wir sind froh um jeden Einsatz in Bar. Das kannst du beim Sammeltuch einbuchen. Komm, gib dir einen Schub, musst nicht fluchen. Dafür tun wir euch versprechen, das Festheuer nicht so schnell abzubrechen. Der Marktplatz, das ist toll, ist mit Wegen, Hütte und Beizli voll. Fasnachtsgruppe Grosswangen, wir sind keine Engel. Vom Wilden Westen sind wir her,
mit Pfeil, Bogen und Schießgewehr. Doch unsere Fäden sind vorbei, kein Blutvergießen und Kriegsgeschrei. Pferd und Kuh sind unterwegs in der Prärie. Wir tanzen durch bis morgen früh, schlafen tun wir nie. Die heißen Colts sind nun entladen und das Kriegsbeil liegt begraben. Rothaut und auch Bleichgesicht tanzen durch im Gleichgewicht. Fasnachtsgruppe Grosswange, wir sind keine Engel. Denen, die kalt haben, denen empfehle ich auch, ein bisschen mitzutanzen, sich ein bisschen zu bewegen. Im Rhythmus von denen da hinter dem Planwagen an. Dass auch Top-Altner schöne, gute Musiken haben und gute Musik machen können, das beweisen uns die Dörfli-Geister von Rammersberg. Ihr Motto ist Lightflash. Mit der Nummer 53 sind wir Carnevale von der Fasnachtsgruppe Sursi. Sursi wird immer grösser und grösser und mit dem Auto in Städtli kommen nur noch die Anstösser. Die kunstvolle Pflasterung kann man doch nicht mit Auto zuparkieren. Sie lässt doch alle ein zum Durchflanieren. Wie sollen aber Touristen in die Städtli kommen, das Werk bewundern? Mit unseren venezianischen Taxi kannst du durch Sursi runtergondeln. Ein kleiner Haken hat das Ganze und das ist ein Quark. Die Flussberuhigung am Citypark. Drum sind kreative Lösungen fragter denn je. Und die kann man am besten an der Fasnacht sehen. Carnevale, Fasnachtsgruppe Sursi, herzlichen Applaus! Gerade hinten an, die gute Musik mit den beige-braunen Kostümen. Das sind Fröschenlochrauger von Zau mit dem Motto Herr der Dinge. Sie zeigen auf, wie man als Hobbit gegen die Orks kämpfen kann
und eben auch gewinnen. Mit Nummer 55 sind Zetal-Kollegen unterwegs. Ihr Motto: Wilder Western. Ihr kennt sicher alle das Gegenteil von Wilder Western. Das wäre Frohe Ostern. Aber bis die kommt, da dauert es noch ein Moment. Die kommt ja erst nach der Fastenzeit. Und die Fastenzeit, da geht es auch noch sehr, sehr lang, bis die anfängt. Das ist erst am ersten Mittwoch. Und ihr könnt die Zeit bis dann auch noch ein bisschen verlängern, wenn ihr jetzt auch noch im Dorf bleibt und da Fasnacht noch so richtig genießt. Mit der Nummer 56 unterwegs sind Tunnelschränzer von Alpführen. Ihr Motto ist Zirkus Halligalli. So, also der Umzug fährt mit der Nummer 29 nicht in der Vorne an. Wir sind am Ende des Umzugs. Bleibt noch ein Weile für ein Weile im Dorf. Geniesst den Sound der guten Musik, lasst euch mitreissen. Das Essen und das Trinken hat es genug rum. Der Umzug hier zur Auswahl, den gibt es nur alle 3 Jahre. So ist heute wieder eine Gelegenheit, ein bisschen Eis ans Blech hinzuhauen. Auf dem Meerplatz gibt es eine Haufen gemütliche Beizchen. In den Beiz vom Fußballclub zum Blauen Bock legen der DJ Jimmy, der Pörl und der Möpsel auf. Und es gibt noch etwas ganz Besonderes. Am 6. Uhr heute Abend hat Silvia Kaufmann, besser bekannt als Königin von Mallorca, ihren ersten Auftritt. Heute Abend um 8 Uhr gibt es ein Monsterkonzert mit 8 Guggenmusiken da. Und auch die Durchgangsstrasse bleibt verkehrsfrei bis um 2:30 am Morgen. Alle, die arbeiten wollen am Montag, sollen doch ein paar Überstunden brauchen. Sie können sich den Rest des Jahres wieder schlauchen. Ihr seid ein tolles Publikum gewesen. Ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen in 3 Jahren. Ade miteinander.
Die Reportage ist Ihnen präsentiert worden von folgenden Firmen.